Willkommen zu einem seriösen Deck Profile. Ihr hört Menschen im Hintergrund. Wir spielen ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Daikoduke. Man benutzt ihn. Später, man holt sich mit ihm meistens eine Synchro und geht damit einfach schnell auf einen Kristall- oder Glasflügel. Meistens von den Kristall in den Glas. Von den Glas in den Kristallflügel. Ich spiele zweimal Menko, einfach weil zur Zeit fehlt der Support und deswegen eine gute Handtrap und es ist halt ein Windmonster, das du suchen kannst. Ich spiele dreimal den Drei-Augen-Würfel, weil sonst zu wenig Empfänger in diesem Deck. Und man kann halt immer schön einen Angriff annullieren. Dann spiele ich dreimal das Original-Kit. Man muss zwar ein Windmonster damit rufen, dafür kannst du immer schöne Synchro machen, wenn du einen Empfänger im Grave hast. Drei Rotaugenwürfel, weil die Karte einfach eine der wichtigsten Karten im Deck ist. Man kann alles verändern, man holt ihn sich, ändert die Stufe und kann dann schönes Synchro machen von 2 bis 7. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten wichtigsten Karten. Die erste ist Terratop. Man kann sich halt alles suchen und man kann ihn special, wenn man keine anderen Monster kontrolliert. Also eine One-Card-Synchro. Hier kommt der zweite Teil der Combo, drei Taketombox. Mit denen, was viele nicht wissen, er hat einen zweiten Effekt. Nachdem man ihn gespecialt hat, tributet man ihm und einen Empfänger aus seinem Deck zu specialen. Dazu benutzt man dann den wunderschönen Rotaugenwürfel und ändert die Stufe des Terratops. Dann spiele ich dreimal Zwillings-Jojo. Einfach weil man hat damit mehr Synchro-Power. Man kommt entweder direkt auf eine 7 oder auf eine beliebige, wenn man den Rotaugenwürfel hat. Kommen wir zu den Zaubern. Das sind dreimal Geschwindigkeitswiederholung. Es ist eine Wiedergeburt, die nicht once per turn ist und man kann damit sehr gut eskalieren. Außerdem kann man, wenn man eine Karte vom Friedhof banisht, ein Speedroll wieder auf die Hand zurückholen. Zweimal Schocküberraschung, weil ich finde, MST ist hier nicht sehr gut, besonders weil Schocküberraschung auch Monster schießen kann. Trotzdem würde ich vielleicht einen Raigeki dafür reinpacken. Und dann mal überlegen. Also die Karten sind auswechselbar. Ein schwarzes Loch, weil ich kein Raigeki habe. Ich spiele ein Iron Call. War überlegen, ob ich zwei spiele, aber mit dem neuen Support ist wirklich einer genug und man benutzt die Karte, wenn man bereits ein Monster, wenn man nur einen Finger hat und holt sich das andere Material dann vom Friedhof. Ein Foolish Burial, damit haut man sich ihm in den Friedhof, um einen Finger von der Hand specialen zu können. Oder gelegentlich auch den Terratop und ihn wieder mit der Recovery zu holen. One for one, selbsterklärend, man holt sich da das Einsamfänger und macht eine schöne Synchro. Damit kann man mit dem Terratop auch was anderes suchen. Die Karte ist auch wichtig für später, da man mit den Wind Witches auch schön die, ich weiß nicht welche das war, da man auch das Level 1 Windwitch Monster holen kann. Dimensionsbegräbnis, weil man verbannt hier relativ viel und man will die Karten halt wieder haben. Begrenzer Entferner sind alles Maschine, wenn man zwei Kambaras hat, ist das so gut wie immer ein Kill. Dann spiele ich zwei Ruf der Gejagten. Man kann damit Terratop wieder triggern oder man holt sich ein Synchro-Monster und mit ihnen jeweils man kann sich den Kristallflügel wiederholen, um den dann erneut zu benutzen. Ist mir auf dem Turnier mehrfach passiert. Eine Bodenlose, selbsterklärend, dann kommen jetzt Karten, die relativ seltener sind. Einmal Folgeflüge, man wählt ein Synchromonster auf dem Feld. Wenn es dann gegen ein Monster der Stufe 5 oder höher kämpft, kann man das Monster zerstören und das Monster, was man selber kontrolliert, erhält dann die ATK. Außerdem ist es dann immun durch Zerstörung durch Karteneffekt dieser Zusatzeffekt ist immer sehr gut. Dann eine Übereinstimmung des Königs.
Mit R kann man, wenn man direkt angegriffen wird, kann man eine Synchro machen. Ich habe einen Judge gefragt, mit der kann man auch, könnte man auch auf den Kristallflügel ausweichen, ohne auch nur eine, ohne eine bestimmte Materialien zu erfüllen. Man, das heißt, man kann alles von Stufe 8 oder weniger rufen, was man synchronisch werden kann. Kommen wir zu einer noch selten, ebenfalls selten gesehenen Karte, Ablehnende Wiedergeburt. Diese Karte, wenn man direkt angegriffen wird, kann man die Battle Phase annullieren und sich dabei ein Synchromonster und ein Empfängermonster von seinem Friedhof wieder aufs Feld. Das ist sehr gut einfach, weil man kommt immer wieder auf Synchro-Plays mit der Karte. Außerdem kann man damit ein OTK sehr schön verhindern. Kommen wir jetzt gegen eine Karte, die ich hauptsächlich wegen Twin Twister reingepackt habe, weil ich schon so weil die paar Traps man auch behalten will. Und weil man sich einen Sternstaub holen kann und der dann einen von dem auch dagegen schützen kann, wie die Karte auch sehr. Zuletzt Wasserlochfallgrube. Im Turnier hatte ich einen Strike drin. Den Strike musste ich aber wieder zurückgeben und die habe ich auf dem Turnier gezogen und ich habe es gespielt. Es funktioniert immer auch sehr gut. Kommen wir zum Extra Deck. Da spiele ich erstmal einen Clausolas. Er hat mir schon öfter mal das Game gerettet, weil man holt sich einen Clausolas weil man meistens ein Material hat, holt man sich einen Kambara, setzt die Punkte des gegnerischen Monsters auf 0, annulliert deren Effekte und überrennt sie einfach. Ein Puzzle, anfänglich hatte ich zwei drin, habe es aber rausgeschmissen. Wenn es gegen ein spezial beschworenes Monster kämpft, kannst du seine derzeitigen ATK verdoppeln. Ist ein sehr schöner Effekt, weil es so mit einstufig 4 Monster mit 2600 Angriff sein kann. Außerdem, wenn es auf den Friedhof gelegt wird, kannst du dir einen Speedrun von deinem Friedhof wieder auf die Hand holen. Kommen wir zu Hastor. Den spiele ich halbwegs, weil ich muss in diesem Deck zum größten Teil auf Wind überlagern, weil da Tucker Tombox nur noch macht, dass man nur noch Windmonster rufen kann, weil man den zweiten Effekt benutzt hat. Außerdem ist er gut mit dem Oja-Kit, da man mit ihm und den Red Eyes schön auf den Hastor kommt. Außerdem hat der Hastor mir einen schönen Vortex-Drachen von den Gegnern geholt. Kommen wir jetzt zu einer Wichtergarn-Karte, wenn man das zuerst nicht anmerkt. Hochgeschwindigkeits-Droid Hagoita. Der erste Effekt ist ziemlich egal, man kann ihn auf den Friedhof legen, um die Stufe aller Monster um 1 zu erhöhen. Der zweite Effekt ist dafür wichtiger, wenn man einen Speedroid-Empfänger kontrolliert, kann man ihn wieder vom Friedhof holen, was halt eine wieder sehr schöne Synchro-Plays macht. Außer das ist nur once per turn und man kann nach dem Effekt auch wieder nur Windmonster rufen. Kommen wir jetzt zu den zwei Kambaras, die ich spiele. Eins ist zu wenig und zwei ist es einfach eine sehr gute Karte. Jedes Mal, wenn sie kann zweimal pro Zug angreifen und jedes Mal, wenn sie kämpft, kriegt sie 200 Punkte drauf. Das ist ein sehr schöner Effekt und man kann sehr viel Schaden mit der Karte rausdrücken, besonders wenn man zweimal mit ihr direkt angreifen kann. Kommen wir jetzt zum Sternstaub-Angriffskrieger. Man benutzt ihn wirklich nur für den Extra Draw. Da muss man vergessen zu der Karte auch nichts zu sagen. Kommen wir zur nächsten Karte, wieder ein Speedroid-Monster, Hochgeschwindigkeitsroid, Kendama. Mit der Karte kann man Burn-Schaden machen, sie macht Piercing-Damage und wenn du keine Karten kontrollierst, kannst du sie vom Grave wieder beschwören. Kannst du leider dann in dem Zug nicht mehr normal beschwören, aber ein Speedroid ist nicht sehr wichtig. Kommen wir jetzt zum letzten Stufe 6 Monster, es ist der rote Windwurm. Ihn spiele ich, weil ja, man hat statt einem Golo oder sowas, weil man kann halt einen generischen Beatstick gleich da ausschalten. Zwar nur einmal, solange er liegt, aber er ist sehr hilfreich. Kommen wir zu zwei der Keykarten, nämlich den Glasflügel-Synchrodrachen. Eine sehr gute Karte, besonders gegen Monster mit hochstufigen Decks mit hochstufigen Monstern. Man kann einmal pro Zug den Effekt eines Monsters der Stufe 5 oder höher annullieren oder einen Effekt von einem Monster annullieren, der ein Monster der Stufe 5 oder höher anvisiert. Also man kann ihn selbst mindestens einmal schützen. Kommen wir jetzt zum Sternstaubdrachen. Wie vorher schon gesagt, gegen Raigeki, Twister, danke für die Unterbrechung, um seine Kristallflügel zu schützen, da mir das oft genug passiert ist, dass der Gegner danach instant Raigeki zieht.
Saisonregel gesetzt. Da ich die jeweils im First Turn rauskriege, und zwar beide gleichzeitig, hat der Gegner als Gegenreaktion immer einen Raikiki. An sich gibt es zu der Karte... Ja, jeder. Nein, nicht jeder. Gegen mich hatte jeder, als ich die beiden raus hatte, Raikiki. Gut. Ja, zu der Karte gibt es nicht viel zu sagen. Einmal pro Zug Monster-Effekt annullieren und kämpft es gegen ein Monster der Stufe 5 oder höher. Hältst du die Karte auf. Das heißt, kämpft man gegen ein Deck, das nur Monster der Stufe 5 oder höher, kann man mit der Karte immer 3000 Kampfschaden zufügen. Und deswegen ist es die Key-Karte. Ja, Cosmo-Logging. Und jetzt zum einen meiner Lieblingsmonster, Trishula, Drache der Eisbären. Man kommt hier extrem leicht drauf, da man die sehr gut Stufen verändern kann. Er braucht halt auch mehrere Materialien, was in diesem Deck auch kein Problem ist. So, haben wir es mit dem Extra-Deck. Kommen wir jetzt nun zum Side-Deck. Die erste Karte ist Panelsturm, eine Karte, die ich sogar sehr gut finde, weil ich nicht verstehe, warum die nicht öfter ins Side-Deck. Gegen Pendeln eine sehr gute Karte, besonders in einem Deck, in dem selber nicht gependelt wird. Man zerstört alle Pendelmonster in den Scales und kann dafür Zauber- und Fallenkarten schießen. Was mir öfter passiert ist, ich kann damit einfach beide Scales zerstören und mal zwei Karten Zauber und Fallen vom Gegner. Also sehr gut gegen Backrow. Zauberbrechenden Fall. Ebenfalls gegen Pendelkarten, was mir passiert ist, Gegner hat seine Scale ausgespielt. Dann noch eine Sky Iris, konnte ihm alle drei Karten schießen und dem 1500 Bird. Das hat ihm mir dann nochmal schön das Game versüßt. Eine D-Synchro, es laufen immer noch genug Decks rum, in denen Synchro gespielt wird, besonders später werden immer mehr Decks kommen, in denen Synchro-Monster benutzt werden. Deswegen würde ich die Karte immer gerne im Side-Deck haben. Kommen wir zum Gegenpart, Defusion. Mit einer Defusion kann man halt eine Fusion-Monster wieder zurückschicken, genauso wie D-Synchro. Bloß, dass D-Synchro-Synchros wegschießt und der Gegner hat davon keine Hilfe. Kommen wir jetzt zu einem Kartenpaar, und zwar verbotene Lanze und verbotener Kelch. Die Lanze weil ich nicht gegen Heroes und der Kelch gegen viele Decks, die Effekte aktivieren. Die Karte ist sehr hilfreich und ja, man kann sie öfter spielen. Dann zu einer Karte, die man nicht überall spielen kann, nämlich Hochgeschwindigkeitsumstufung. Man kann sie benutzen, um wirklich den letzten Schlag auszuführen. Man nimmt jetzt zufällig... Eine gute Wahl ist jetzt halt ein Kambara. Man banisht im besten Fall hast du ihn, banisht man ihn oder ein Stufe 4 Speedroid. Gibt einem Kambara einen Boost von 500 in Höhe der Stufe und kann dann einfach zweimal mit dieser hohen Punktzahl angreifen. Was wieder auch sehr schön ist. Einmal Gedankenkontrolle ist eine gute Karte in jedem Synchro-Deck, weil man klaut sich ein Monster vom Gegner und benutzt es für seine Synchro-Monster. Oder man nimmt davon eine Karte weg, die zum Beispiel der Dinoster, damit der Gegner nichts mehr machen kann. Das waren die Zauber in meinem Side-Deck. Kommen wir nun zu den Traps. Da habe ich jetzt erstmal die nette Karte, Feenwind. Eine Karte, die kann man gegen mehreres spielen, gegen alles, was auf einen Zauber und Fallen spielt. Man fügt sich zwar selbst Schaden zu, aber keine Karten will man den Gegner nicht lassen. Als nächstes kommt verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers. Man kann damit Panel-Karten annullieren, die können dann auch nicht wieder in die Scale gesetzt werden. Und gegen Fusionsdecks extrem stark, da man die wohlgemerkte Karte, die annulliert wurde, nicht mehr benutzen darf. Kommen wir jetzt zu den Permafallen. Der Radialtigkeit. Ich persönlich mag die Karte nicht. Viele sagen mir, sie ist sehr gut. Ich finde, sie blockt einen selber zu sehr aus und das geht mir wirklich auf den Nerven. Als nächstes kommt Königlicher Erlass. Eine sehr gute Karte, wenn du selber eine OTK starten willst und selber spielt man in den meisten Decks halt kaum Backrow. Kommen wir zur nächsten. Das ist Rivalität der Kriegsherren. Man kann nur noch Monster desselben Types rufen, das heißt, man blockt mehrere Decks raus. In Speedroids interessiert es einen nicht, da wirklich so ziemlich jedes Main-Deck-Monster Maschine ist und im Extra-Deck größtenteils auch noch Maschinen. Dann den Schatten einsperrenden Spiegel, weil ich kein Licht habe und ja, man kann das gegen viel spielen. Und den typischen Cargo-Gesang, man kann damit jedes Rangdeck ein bisschen auf die Nerven gehen und zeigen. Und halt auch ein paar anderen Decks. Meinem Synchro-Deck zum Beispiel interessiert es nicht, da ich die Stufen nenne. So, das war das Speedroid
Profile mit den Karten, die ich im Turnier gespielt habe, wie ich es im größten Teil, wie ich es im Turnier gespielt habe. Hoffe, hat es Spaß gemacht. Lasst ein Like da und tschüss.